Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Skythen. Und im letzten Teil haben wir eine kleinere germanische Armee hier drüben bei Vicus Venedae vernichtet. Jetzt werden wir uns noch ganz schnell hier um diesen Hauptmann Saulius kümmern. Ich bin eigentlich fast geneigt, das automatisch zu machen, weil es einfach schneller geht. Und dann ist er auch schon weg. Fürchtet uns! Und dann wählen wir mal diese Armee hier Richtung Lovosike verlegen. Ja. Das ist ein guter Kommandant, das ist doch schön. Dann wollen wir gerne noch. Dann wollen wir gerne noch hier mit Hauptmann Artavast oder Artavast oder wie auch immer das ausgesprochen werden soll. Dann wollen wir gerne mit ihm hier mal gegen diese germanische Truppe da von Hauptmann Burkhard kämpfen. Greift doch mal an. Okay, der haut ab. Dann können wir sogar hier zwei auf einen Streich packen. Guck mal, da ist auch noch einer, der Adelfried. Na schön. Also wir greifen jetzt erstmal den Hauptmann Leonard an. Da können wir hier zwei wegmachen. Einmal Kriegsbande mit kreischenden Frauen und einmal Peltasten mit Kriegsbande und Hunden. Also vor den Hunden müssen wir natürlich aufpassen, denn lamer Hunde, das wisst ihr aus meinen Let's Plays, sind OP, wenn die AI sie spielt und ganz gefährlich gegen Kavallerieeinheiten. Welcher Part war das nochmal? Wo ich einen General gegen Kriegshunde verloren habe. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ihr wisst es bestimmt noch. Die anderen Einheiten, die stimmen wir eher hier hinten auf. Der schwache Feind musste neue Männer rufen. Noch mehr Köpfe, die unsere Krieger. Das Interessante ist jetzt aber meiner Meinung nach wirklich, dass die dass man hier mit den Skythen ja wirklich fast zu diesen Speed-Schlachten genötigt wird, einfach weil die AI auch so wenige Einheiten hat. Und insofern die Schlachten halt auch ultra einfach sind. Sind wieder ultra die Kollateralschäden dabei. Rennt ihr mal hier hin. Ich mach's ein ganz kleines bisschen schneller. Ja, sehr schön, wie du da frontal in die Phalanx drauf rennst. Das ist clever gemacht. Na komm, der steht mit dem Rücken zu uns, also bitte. Ich habe hier auch wieder krasse Kollateralschäden dabei. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsinn. Nee, ich krieg den nicht gescheit angeklickt. Krieger würden eher sterben, als zu fliehen. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Gut, dass er da schön aus dem Wald draußen bleibt. Okay, jetzt machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Allerdings kümmern wir uns mal um die Geschichte hier drüben. Feindliche Armee flieht! Jagt sie! Einheit,
erstmal auf die Kriegshunde. Ach, das machen sie nicht. Ah doch, sie haben drauf geschossen. Gut. Renn da mal darüber und schießt auf diese komische Kriegsbande. Bevor es also wirklich noch irgendwann weh tut. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere ja, das sieht ganz Krieger gut aus. Das ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. Na komm jetzt aber. Kriegen denn einen Plänkler nicht weg, ne? Nicht mehr kämpfen. Aber es hat ja dann doch geklappt. Gut, alles klar. Dann haben wir immerhin mal zwei gegnerische Generäle ausgeschaltet. Ja, Verluste sind gering geblieben. Und dann hätten wir jetzt auch zwei germanische Armeen hier in diesem Territorium auf einmal ausgeschaltet. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir gleich den Hauptmann Adelfried noch platt kriegen. Ja, dann können... Ach nee, da kommen wir jetzt nicht mehr dran. Schade. Also, es ist immer wieder ärgerlich, wenn man durch Kollateralschäden diese berittenen Bogenschützen verliert. Aber gut, da können wir jetzt nichts machen. Also, wir brauchen halt nur noch eine Provinz, um dieses Spiel hier sicher nach Hause zu schaukeln. Ja, Domus Dulcis Domus wäre wohl so ein Kandidat. Begebe mich in Lauf du doch mal. Da oben passiert nichts mehr. Also ich laufe mal eher hier runter und guck mal, was die Bruti dort machen. Ja, Meister. Die Makedonen können halt echt nichts. Und da ist noch eine sehr gute. Oh, der ist aber gleich platt, ne? Ja. Also es könnte tatsächlich sein, dass die Griechen sich da mal längere Zeit behaupten können. Kann ich etwas tun? Genau. Siva ist die letzte Stadt, die uns da noch fehlt. Upsala. Da ist gerade meine Maus abgehauen. Wenn wir Siva mit den, wenn wir mit den Numidiern auch noch einen Handelsvertrag haben, dann haben wir, glaube ich, mit allen Zivilisationen, mit denen wir noch nicht im Krieg sind, einen Handelsvertrag. So, also, was spricht jetzt aus meiner Perspektive noch dafür, die Germanen wegzuplätten? Eigentlich überhaupt nicht viel, weil diese ganzen Territorien für uns so absolut wertlos sind. Die werfen keine Gewinne ab, sind weitläufig und unüberschaubar. Wie viel Territorien haben denn die Germanen noch? Vergleichen wir uns mal gerade mit denen. Was? Echt? Wir haben abgebaut? Ach, wahrscheinlich irgendwie Produktion oder irgendwie sowas, ne? Militär. Ach nee, guck mal einer an. Finanzen, ach so, Finanzen, ja, Finanzen. Guckt euch das mal an, die haben noch 8 Provinzen. Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was haben die denn alles erobert und von wem? Also wirklich. Ja, und bei den Germanen, also da haben wir wirklich... Das ist alles vergeudete Liebesmühe meiner Meinung nach. Also mit diesen ganzen Territorien da oben lässt sich nichts anfangen. Die fette Kohle, die steckt halt hier unten. Also ich sage an der Stelle auch nochmal, ich habe mal ein Testspiel gemacht mit den Skythen. Und da habe ich direkt Krieg mit den Makedonen gekriegt. Die Makedonen hatten bis dahin schon alles hier unten erobert. Und ich bin dann einfach weiter nach Süden vorgestoßen, habe die Makedonen platt gemacht und hatte nachher einen Haufen Asche. Ja, also das war schon echt, echt, echt krass. Ein Bündnis mit den Griechen wäre ansonsten vielleicht noch gar nicht so schlecht. Da könnten wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwann mal hier noch einen Diplomaten rüber schippern. Ja, nächste Runde dann hier ab in den Hafen. Truppen letzte mir hier raus. Oder vielleicht in Thylis sogar. Mal gucken, kommen wir da in eine Runde hin? Nee, dann schippern wir mal auf jeden Fall hier hin, ob wir die Truppen da abladen. Das können wir ja immer noch gucken. So, und hier und hier und hier wird alles soweit gemacht. Und ja, nächste Runde. Gucken wir uns mal an, was passiert. Ich glaube, die Makedonen machen es nicht mehr lange. Sieht jetzt auch so aus, als ob die Griechen
sie auch zusammenfalten wollen würden. Interessante Konstellation General. Wäre jetzt auf jeden Fall hier der Kampf gegen Butilinus. General. Ich würde auch sagen, wir speichern mal kurz und den können wir eigentlich noch gerade machen. Ja. Marschieren. Dann machen wir das mal gerade. Stell ich mal hier hin. Stoßt vor. Okay, wir gehen hier hin. Und tja, jetzt könnten wir uns noch ein paar Söldner holen, die wir vielleicht einfach verheizen können. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Es wird natürlich ein teurer Spaß. Also wir nehmen mal die Illyrer. Die sind recht gut, weil sie haben halt einen Fernkampf, ne? Das sind auch wieder, das ist fast nur Kriegsbande, ne? Da müssen wir viel plänkeln, denke ich. Das ist auf jeden Fall interessant. Was ist das da nochmal? Das Ding da reißt. So, da kommt das Ding hin, dass das Bevölkerungswachstum fördert. Wie sieht das hier aus? Also wenn wir was brauchen, dann ist das halt Bevölkerungswachstum, ne? Ja, da ist okay. Vorwärts! Es geht nicht weiter! Ja, Meister. Begebe mich in Position. Wir können nicht. Die Germanen gehen mir echt auf den Wecker. Die gehen mir echt auf den Wecker. Zu Diensten. In Bewegung. Oh, wobei, in Larissa haben die Makedonier nochmal was zusammenkratzen können, ne? Dann gehen wir es da mal echt gechillt an. Ach, guck mal da, ne? Thermon haben sie gehalten. Ja, die werden wahrscheinlich bald belagert. Herr? Konnte ich vorhin sehen, was da... Ich meine, die Stadt, da habe ich mir ja eben angeguckt, ne? Geh mal nach Korinth. Nach Hinweisen. Ah, schön, das ist ein Tempel der Artemis. Der gibt immerhin plus 2, das ist ja mal gut. Ja, Meister. Sparta kann ich nicht sehen, aber wahrscheinlich ist das da noch nicht mal ein Tempel. Wahrscheinlich haben die gar keinen Tempel da drin. Schrein der Nike wäre noch geil, weil man dann noch mehr Erfahrungsboni bekäme, meine ich. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, also hier unten sollten wir auf jeden Fall mit den Spionen präsent bleiben, damit wir also sehen, was sich hier genau tut. Ja, Meister. Aber die Römer haben echt, die haben echt Großmachtambitionen hier unten, das muss man einfach mal sagen. Ja, und wir stehen hier eigentlich momentan nur doof rum. Ich will aber nicht meine ganzen Truppen hier abziehen. Hi, Captain. Ja, Boote bereit? Kommen wir nächste Runde hier runter? Ja, kommen wir. Dann warten wir mal noch ein bisschen. Dann fahren wir nach Thylis weiter. Hi, Captain. Sind bereit. Die Armee hier ist ja ganz brauchbar, ne? Dann haben wir hier echt eine große Armee. Dann haben wir da echt eine richtig große Armee. Ich brauche noch diese Elite-Bogenschützen oder sowas in der Richtung. Kommen wir mal das Teil da. Wir können jetzt echt schon mal gucken, dass wir so die meisten Städte irgendwie ausbauen können. So, das hier rüber. Willst du mir die fort, dann holst du mir, dann rekrutierst du mir noch einen. Oder? Das ist wahrscheinlich eine riesige Bauernarmee. Also ich finde das ja irgendwie ganz interessant. Das sind so... Bauen wir mal hier noch einen Spion, damit wir da so einen Fritzen haben. Ja, geh mal auf niedrig mit dem Schleiersitzer. Da bringt dir alles sonst nichts. Ich finde das ja witzig, weil das alles Bauernaufstände sind. Hier kann man eigentlich auch schon auf niedrig gehen. Hier brauchen wir bald die Bevölkerungswachstumsstufen. Das bringt ja sonst alles gar nichts. Tanais. Ah ja, guck mal hier, die Stadt ist gewachsen. Hier gehen wir mal gerade sogar auf sehr hoch. Da können wir noch ein bisschen was rausquetschen aus dieser Stadt. Die hat ja auch recht viele Einwohner. Schrein der Athene. Das ist echt eine witzige Sache.
Ja, wie sieht das hier aus? Niedriger Steuersatz, ne? Ja. Spielstelle, Übungsplatz, naja, von mir aus ein Übungsplatz oder sowas, keine Ahnung. Oder? Ach nee, komm, das brauchen wir gar nicht. Braucht kein Mensch da oben. Braucht kein Mensch da oben. Also gut, sie erhöhen manchmal, sie haben manchmal positive Effekte auf die öffentliche Ordnung. Nicht immer, aber manchmal. Und, Sind bereit. Gut, dann machen wir jetzt nur hier den Kampf gegen Hauptmann Butilinus. Befehle? Gucken wir, dass wir hier die berittenen Bogenschützen dazu bekommen. Das müssen wir eigentlich dicke gewinnen. Wir können sogar noch die Bastarna mit reinnehmen. Die sind natürlich extrem teuer, aber ich denke, wir schaffen es auch ohne die. Zerstören! Was hat er denn jetzt genau drin? Ach, das sind ganz viele Plänkler und so. Das schaffen wir dicke. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht wirklich problematisch für uns. Hoffen wir einfach nur, dass wir unsere Truppen da bald zusammenführen können. Ja, und wir brauchen einfach auch, das ist auch noch so eine Sache, warum spielen wir jetzt hier diese ganze Zeit die berittenen Fernkampfbogenschützen und so weiter. Wir brauchen sie halt irgendwie auch, weil wir erstmal unsere Städte ja entsprechend ausbauen müssen, um andere Einheiten zu rekrutieren. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das Einzige, was wir momentan noch außer denen kriegen, sind halt Axtkämpfer. Und also nur mit Axtkämpfern und berittenen Bogenschützen zu spielen, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann wirklich einem so den Kick geben kann, ja. Also, da bin ich mir jetzt echt nicht so sicher. Schlacht starten, bitte. Okay. Neue Krieger sind eingetroffen. Vielleicht ist es Zeit, dass sie den Feind töten. Er kämpft. Und wo kommen wir da am besten hin? Am besten halt von hier. Dann treffen wir uns da auch mit unseren Verstärkungstruppen. Da gucken wir mal, ne? Okay, ich gebe mal Gas. Ja, und dann warte ich mal gerade ein bisschen ab. Ich werde das zusammenschneiden. Also ich versammle jetzt hier meine Truppen, werde dann hier diesen Hügelvorteil versuchen zu kriegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt in Stellung und versuchen hier den Hügel zu holen. Fängt jetzt an zu regnen. Das ist für unsere Fernkampfeinheiten natürlich jetzt nicht so optimal. Ja, ein bisschen langsamer. Ist, glaube ich, ganz okay. Ich hätte ja eigentlich, da ich Angreifer bin, auch abwarten können, ne? Ob das Wetter sich nochmal verbessert. Ja, ist jetzt auch egal. Das hier wird jetzt sehr Mikromanagement-intensiv werden, befürchte ich. Wir sind noch nicht... Ah, ja, guck mal hier, da wird das Wetter doch schon besser. Okay, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Wenn ich das hier schon nicht so machen kann, wie ich es will... Ich kann da gar nichts so machen, wie ich will. So, ihr geht jetzt erstmal alle hier rüber. Und eröffnet dann schon mal das Feuer auf die germanischen Einheiten. Da habe ich jetzt ein paar Einheiten verloren, aber das tut nicht wirklich weh. Wir ziehen uns jetzt mal hier hinter die feindliche Linie zurück, um mit den berittenen Bogenschützen in den Rücken der Phalanx schießen zu können. Zumindest bei dieser sollten wir es jetzt ernsthaft in Erwägung ziehen. Da fällt auch einiges, hoffe ich. Angriff! Einheiten, schneller! Einheiten hervor! Tempo, Einheiten vorwärts! Marschiert! Einheiten, schneller! Einheiten, schneller! Naja, optimal.
Ich krieg die. Ich werde die nicht gescheit aufreiben können, das ist das Problem. Illyrische Söldner! Illyrische Söldner! Angriff! Greift schnell an! Also nochmal gerade ein bisschen anders. Ich kriege die auch mal hier so eher weiter hinten. Einheiten! Schneller! Einheiten! Einheiten! Häuptling! Greift schneller an! Einheiten! Kampfkämpfer! Angriff! Oh, ich habe jetzt aber hier gerade, schaut mal, ich will hier ja gerade echt ultra viele Einheiten. Woher kommt das jetzt? Plänkler sind keine zu sehen, das muss wahrscheinlich auch Friendly Fire gewesen sein. Okay, wir stellen uns am besten nochmal in einer anderen Formation auf. Hier höre ich jetzt einen Rückzug. Das kann mir jetzt natürlich nicht gefallen. Insofern machen wir jetzt hier den massiven Kavallerieangriff. Der feindliche Kriegsherr flieht vor unseren Kriegern. Greift an! Der feindliche Kriegsherr ist tot. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken. Machen wir mal das Autofeuer aus und versuchen also hier jetzt nochmal einen massiven Kavallerieschlag zu setzen. Ah ja, das war jetzt, glaube ich, meine Freundin, die zum 7. Mal hier ins Zimmer kam. So, ja, das hat aber ansonsten noch ganz gut hingehauen. Ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt hier eine Einheit Sarmaten oder von den Sarmaten verloren haben. Machen wir mal das Autofeuer an und bringen uns ansonsten hier weiter in Stellung. Das Gute ist, sie fliehen jetzt in die andere Richtung. Ach ja, guck mal da, wer hier versucht jetzt abzuhauen. Das kann man natürlich nicht zulassen. Ist natürlich, er flieht jetzt durch den Wald durch. Da haben wir keine guten Trefferchancen. Aber irgendwie sieht das so aus, als hätte der da noch irgendwie mehr Einheiten. Wo sind denn die? Ach nee, guck mal, das sind noch so. Das sind so ein paar vereinzelte. Habe ich jetzt gar nicht irgendwie mitbekommen, dass da noch welche waren. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Wie ein Pack ängstliche Ziegen. Jagt und tötet sie alle. Ja, also gegen die Germanen, das muss man halt sagen, hat man mit den Fernkämpfern immer gute Karten. Das kennt ihr ja auch aus meinen Online-Schlachten, den diversen, die ich schon hochgeladen habe. Achso, guck mal, da unten ist noch einer. Kriegen wir doch noch, oder? Dies ist ein großer Schön. Sieg. Die Schreie der sterbenden Feinde klingen süß. Ja, 421 zu 7, ne? Das sind so die typischen Quoten, die man mit den Skythen erzielen kann, wenn man halt so viele Fernkämpfer spielt. Fürchtet uns! Befehle, Häuptling. Ja, wir machen das folgendermaßen. Geht mal alle hier rein. Ich das mit dem Mann weiß ich noch nicht. Aber General. Wir sollten ein bisschen was verteilen, ne? General. So, pass auf, du gehst mal hier hin und hier hin. Und dann hast du noch hier was und hier was. So, dann gehen die sechs schon mal hier Erlasse rein. Die Armee. Befehle. Befehle. Und die 19 nehmen wir auch noch Erlasse mit darüber. Die Armee. Befehle. Befehle. Naja, von mir ist die 23 halt auch noch. Komm, egal. Häuptling. Lösen wir die auf? Ich würde sagen, ja. Mit Steuerung D geht das übrigens. Ich habe immer wieder die Anfragen, wie das funktioniert. Es geht mit Steuerung D. Dann kann man mehrere Einheiten auf einmal auflösen. Das ist eine sehr, sehr praktische Sache. Gut. Ich hatte noch einen Diplomaten hier oben. Befehle? Vorhin zumindest.
Es sieht so aus, als ob die Römer hier alles Mögliche versuchen, um die... marschieren! Um die Griechen und die Makedonen wegzuplätten. Es geht nicht weiter! Baut einen Turm! Wir bauen mal einfach noch hier so ein paar Wachtürme. Vorwärts! Da ist alles neutrales Terrain. Befehle? Stell dich mal besser marschieren. Hier hin, da sind wir dann... Sind wir dann schnell dabei. So. Und ja, dann müssen wir auch bald unsere Siegbedingungen erfüllt haben. Ach, genau. Das darf ich ja nicht vergessen. Du brauchst mir jetzt mal hier so einen Bauern. Und dann brauchst du mir mal eine Straße. Und dann können wir nächste Runde hier hoch. Richtung Domus Dulcis Domus. Den werde ich wahrscheinlich verlieren. Aber ich brauche ihn auch gar nicht. Herr? In Bewegung. Aha. Guck mal da, eine Rebellenarmee. So, so. Herr? Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Du läufst mal weiter hier rüber. Du stellst dich in diese Runde hier hin. Nee, nicht ausspionieren, aber so. Genau, Vicus Gotii da. Das sieht doch auch so aus, als ob da noch mal eine kleinere Armee der Germanen käme. Ja, General! Ich muss mal gerade ganz kurz auf der Karte vom Jens nachgucken, wo da die nächsten Dörfer sind, um die wir uns kümmern könnten. Also, Lovosike, da sind wir. Juvavum, aber das ist ja eine Gallia-Provinz. Da, mit den Galliern will ich jetzt kein Palaver haben, das wird mir zu stressig. Vicus Marcomanni, das muss irgendwo hier sein. Sieht gut aus. Dann gehen wir mal hin. Dann nehmen wir jetzt mal Kurs drauf. Und dann holen wir uns hier nächste Runde noch die Bastarna mit. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja, ja, doch. Okay. So, wir schauen uns noch ganz kurz. Ich mache einen Quick Save. Und dann schauen wir uns mal kurz noch die nächste Runde an. Da will ich doch nochmal einen Blick reinwerfen. Hier wird alles fortgebildet, ne? Die sind noch nicht fortgebildet. Ja, 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 okay. Die Bruti wollen ein Bündnis mit uns. Das ist insofern total witzlos, als die uns ja früher oder später eh den Krieg erklären werden. Also nehmen wir es an. Es ist jetzt natürlich, man kann jetzt sagen, ja, da kannst du doch nochmal ein bisschen Geld rausquetschen, das brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Ach nee, guck mal hier, was da unterwegs ist. Mann, 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 Mann. Ja, General. Herr? Vorwärts! Artavasht oder Artavast der Eroberer. So ja, sieht Meister. Aus. Unterwegs. Da wir sind wir hier, Vicus Marcomanni. Da wollen wir hin. General, General. Da kommen wir sogar fast hin. Aber wenn ich den angreife, holt er dann seine Truppen raus? Nee. Das würde also noch nicht gehen. General, General. Du kannst eigentlich die hier schon mal reinnehmen. Und, das ist so eine propere Armee. Befehle, General. Mit denen läufst du mal hier hin. Stoßt vor! Wir können nicht weiter. Die Truppen gehen ab hier rüber. Passieren. Es geht nicht weiter. Und dann sind wir also hier schon in Stellung. Ja, und bevor ich hier jetzt schon den Part beende, ich laufe noch gerade hier hoch. Genau, nächste Runde sind wir da. Wunderbar, dann haben wir die Siegbedingungen erfüllt, Leute. Das ist doch mal was Feines, oder? Gehen wir mit dem Schwersatz auf niedrig. Das sind alles so mickrige Städtchen hier. Hier könnte man auch mal irgendwie so ein... können wir auch irgendwie so ein paar Wachtürme bauen oder so. Boote bereit? Nee, egal. Ja, aye, aye, Captain. Alle Mann an Land. So, du gehst hier, willst dich da fortbilden. Stoß vor. Es geht nicht. Mhm. Mhm. Noch ein Bauer oder sowas in Tanais. Wäre, glaube ich, ganz gut. So, und... Ja, dann machen wir in der ersten Runde hier den Hauptmann weg. Ach, bauen wir mal hier einen Wachturm hin, komm. Kann ja nicht schaden. Ja, das sind nur Bauern, das wird ganz easy going.
Wir gucken mal ganz schnell in den Baubericht rein. Genau, da bauen wir das. In Aquinicum bauen wir sonst nichts. In Lovusike bauen wir sonst nichts. Und in Vicus Venedae bauen wir die Palisade, genau. Dann haben wir einen Agenten entdeckt. Doch ein Kamel der Gerechtigkeit. Makedonischer Spion, Paulism. Ich meine, wir müssten hier jetzt aber mittlerweile auch einen Agenten bauen können. Ja, ja. Warum wurde mir das hier jetzt eigentlich nicht als Bauplatz und so weiter angezeigt? Komm, wir bauen das Ding hier, skythische Edelleute. Das wäre doch eine coole Sache. Das ist so eine coole Einheit. Hier brauchst du mir den Markt. Wow, oh, wow, oh, jetzt werden hier die Gebäude ganz schön teuer. Ja, General. Marschieren! Ja, Meister. Komm, Therma. Suche nach Hinweisen. Ah, Mist, er ist krepiert. Shit. Zu Diensten. Beobachte und lausche. Ah, da ist der Tempel der Nike. Ah, plus eins, nur schade. Ist gar nicht mal so viel. Herr? Beobachte okay, und lausche. Mal hier rein. Habe ich schon in Athen einen? Ne, habe ich nicht. Dann machen wir das so. Dann baust du mir in Byzanz noch einen Spion. Und du baust mir in Thylis auch noch einen Spion. Herr? Ja, komm. Ja, suche nach Hinweisen. Das sieht so aus, als könnte man da ganz gut noch Erfahrung kriegen. Herr? Suche nach Hinweisen. Mal da. Boah, Herr? Alter, ey, hier ist echt was gebacken. Suche nach Hinweisen. Ja, Salone haben sie jetzt, okay. Unterwegs. Ja, also wir halten uns ja momentan noch weitestgehend aus den Angelegenheiten der Römer raus. Die Frage ist, ob das so clever ist. Also für uns ist es jedenfalls nicht von Nachteil. So, und dann. Genau, dann gehst du mal gerade hier rein mit den Burschen. Befehle, General. Und verteilen wir die mal so ein kleines bisschen hier und hier. Häuptling! Und nee, dann machst du anders. Häuptling! Hier. Und hier. Befehle! Und so. Genau. Dann haben wir die drei, die wir fortbilden. General! Häuptling! Befehle! Und die anderen, mit denen wir kämpfen. Ja, das geht ganz gut, glaube ich. Das geht ganz gut. Befehle! Befehle! Herr? Genau, dann nehmen wir den Germano hier die zwei Siedlungen da ab und dann können wir uns noch ganz gemütlich irgendwann Themyscyra holen. Aber da haben wir es echt auch gar nicht eilig. So, was war hier nochmal drin? Eine Einheit Bogenschützen und eine Kriegsbande, glaube ich. Bündnis angekündigt, das waren wir, ne? Genau. Rekrutierungsbericht ist egal, Rundbericht ist egal, weiteres Merkmal und Weg blockiert ist egal. Speichern. Ja, dann machen wir das jetzt. Machen wir das jetzt noch schnell. Ich will ja jetzt ganz gerne diese Siegbedingungen endlich haben. Ja, mein Herr. Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Ihr irrt euch. Ja, lauf mal irgendwie wieder hier hin zurück oder so. Das kann ich ja, ja, komm, nicht tun. Das ist ganz gut. So, ups, und mein Maus war weg. Die Numidia. Mit denen wollten wir doch jetzt Handelsrechte holen. Das habe ich irgendwie vorhin vergessen. Ich rede mit Ihnen. Da sind sie, Handelsrechte. Guck mal hier, Karteninfo für 600. Aha. Okay, die haben kein Geld. Also das hat natürlich jetzt hier von wegen zu viel bieten und so weiter. Das hat aber nichts zu tun. Die haben kein Geld. Numidien ist pleite. Das ist in der Runde jetzt auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Ja, ich glaube, ich habe sonst alles. Ich würde ja jetzt echt gerne sehen, ob wir die Siegbedingungen schaffen. Wir brauchen nur noch eine, ne? Nimmt eine weitere Provinz ein. Ach komm, hier, das machen wir mal gerade. Na also. Angriff! Siedlung wird belagert.
gelagert. Also es sind zwei Einheiten. Ach ne, guck mal, es ist sogar nur Kriegsbande. Cool. Ja, dann machen wir das doch noch gerade. Und dann haben wir die Siegbedingungen immerhin schon mal erfüllt. Verzeiht mir das Rascheln, das war nochmal die Karte. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Also mal gucken, was sich halt noch so für Auseinandersetzungen mit den Skythen dann ergeben werden. Und vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere Mal die Gelegenheit, ein bisschen was zur Geschichte der Skythen zu sagen oder was sie eben mit den Römern zu tun hatten und was nicht. Upsala. Ja, mach das bitte schnell. Ja, das müssen wir jetzt leider etwas gerafft zeigen. Ihr habt den feindlichen General getötet. Seine Männer lernen jetzt die Furcht kennen. Okay. Sie werden die Flucht ergreifen. Sehr schön. Zum Angriff! Berittene Bogenschützen, Söldner. So aus, als könnte das tatsächlich funktionieren. Ah ja, schön. Es ist kein Kampf mehr. Es ist eine Jagd. Eine Feiglingsjagd. Gut, okay. Ja, das waren Kollateralschäden, ne? Ich glaube, wir haben da eine Einheit durch einen Kollateralschaden oder zwei verloren mal wieder. Schade, aber das müsste doch jetzt die Siegbedingung gewesen sein, ne? Sieg! Wir haben das Land erobert! Naja, cool. Weiter geht es nicht! Ja, so sehen in der Tat die skythischen Generäle aus. Es ist schon sehr interessant, dass wir also hier auch so eine kleine Abspannsequenz haben. Ah, das sollen die Briten sein. Ah, okay. Ah, dann haben sie das ja, dann haben sie einfach die gleiche Sequenz von den, wie von den Briten genommen. Da sind die Skythen dann übrigens. Ah, da hat man auch das Wappen von den Ikenern gesehen, glaube ich, ne? Oder hier das da. Das ist doch das Wappen von den Ikenern. Interessant. Oder nee, ist nicht ganz das von den Ikenern. Nein, Quatsch. Ich verwechsel das gerade. Aber dieses Wappen kommt auch bei Rome 2 Total War vor. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Ja, es sollen die Briten sein. Wir haben hier überhaupt keinen Text drunter. Das liegt daran, dass man die Skythen eigentlich so als Fraktion nicht spielen kann. Ich habe sie ja freigepatcht, für alle, die wissen wollen, wie das geht. Ich habe eine Tutorial-Playlist, da erkläre ich ganz, ganz viele Dinge zu Rome Total War. Und da könnt ihr mal reingucken. Ja, wir wollen weiterspielen. Und die Siedlung werden wir jetzt natürlich nur besetzen. Der Schrein der Freier, der ist in Ordnung. Daher kommt ja übrigens auch unser Wort Freitag. Wir brauchen noch einen Bauern, der das Ding hier so ein bisschen garnisoniert. Und dann sind wir doch eigentlich so weit fertig. Ja, Frage ist jetzt, holen wir uns noch Themyscyra? Das glaube ich alles. Es dauert alles so viele Jahre, bis man da ist. Ja, Leute, dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zugucken. Wir schauen mal ganz kurz in die Seitenwertung und vergleichen uns mit den... ne, wo sind wir nochmal bei Gesamt? Jetzt habe ich es eben weggeklickt. Hier, da sind wir bei Gesamt und wir nehmen die besten 5. Vergleichen uns mal mit denen. Also, die Ägypter sind viel, viel besser als wir, aber trotzdem haben wir unsere Siegbedingungen zuerst erfüllt. Wir sind besser als die Skipionen, wir sind besser als die Julier, wir sind auch besser als die Griechen. Das ist schon interessant, dass die Griechen hier auf Platz 5 insgesamt sind. Das ist interessant und wirft natürlich auch ein entsprechendes Licht auf die Konflikte zwischen den germanischen Fraktionen, also hier jetzt eben beispielsweise Gallien und Briten und Germanen. Interessant hier unsere Problematik mit den Germanen. Vielleicht werden wir die tatsächlich nur irgendwann auslöschen, aber das hat jetzt also keine Priorität mehr. Irgendwann wird der Konflikt mit den Römern kommen und dann sollten wir gut vorbereitet sein. Wir haben ein riesiges Territorium. Wir haben ein relativ schwaches Militär. Also ihr seht auch, wir sind da noch nicht mal auf Platz 5. Das sind die Ägypter, die Skipionen und die, wer ist denn das so, die Griechen die, und Pontus und die Germanen. Die sind alle besser gewertet als wir. Wir haben die meiste Produktion, mit Abstand am meisten sogar. Das ist interessant. Wir haben
die meisten Gebiete. Auch sehr deutlich, also viel mehr Gebiete als die Ägypter, die ja auch eine sehr, sehr schnelle territoriale Expansion hinlegen. Ja, die Germanen scheinen also hier die Gallier im Zaum gehalten zu haben, noch auf der anderen Seite. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Da müssen wir mal gerade nachgucken, mit wem die noch so Bündnisse im Krieg und so weiter haben. Verbündete, Gallien. Ja, die sind nur mit uns im Clinch. Also haben sie die ganzen Barbaren-Territorien eingenommen, würde ich mal schätzen. Finanzen, ja, da sehen wir also im Vergleich zu den Julianen ganz, ganz alt aus. Und ich denke mal, die haben auch hier vielleicht die ein oder andere Senatsmission erfüllt und dadurch Geld gekriegt. Aber auch hier die Bruti und so weiter, also die haben richtig Kohle. Da können wir nur von träumen. Wir haben also durch den Krieg mit den Germanen sind wir dazu genötigt worden, in total unrentable Regionen vorzudringen. Aber es langt immerhin, um unsere Armee zu finanzieren. Vielleicht holen wir uns eine Themiskyra, aber das ist ja auch eine Region, die sich überhaupt nicht lohnt. Ne? Also das wisst ihr ja auch. Ja, und dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Es war mir eine Freude, mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß daran. Ich denke mal, das war jetzt insgesamt erstmal eine relativ schnelle Kampagne. Ich werde auch die Kampagne noch ein bisschen weiter spielen. Das wisst ihr, es ist nie bei mir mit Erfüllen der Siegbedingungen sofort Schluss. Das mache ich nicht. Das will ich euch nicht zumuten und das würde mir selbst auch keinen Spaß machen. Ich will euch noch ein bisschen Unterhaltung liefern. Und ich denke mal, hier haben wir noch keinen Hafen. Dann macht den Aufmarschplatz mal mit dem Bommernhafen. Ich will euch auch ein bisschen Unterhaltung bringen und das sollte doch irgendwie auch machbar sein. Interessant auf jeden Fall, wie es gegen die Bruti wird. Das könnte eine spannende Sache werden und vielleicht können sich ja hier die Griechen ein bisschen durchsetzen. Also irgendwie das Kalkül ist ja bei mir eigentlich ein Tempel der Aphrodite. Bäh, bringt ja überhaupt nichts da hinten. Ja, der Tempel der Nike, da könnten wir gucken. Also vielleicht erklären wir doch bald den Römern den Krieg und oder wir versuchen erstmal die Germanen zu finishen. Also das sind halt keine lohnenswerten Territorien, aber dann haben wir wenigstens auf jeden Fall noch was zu tun. Okay, das da, das knicken wir. Ereignisse einer Seite, gucken wir mal kurz rein. Das ist ja toll und fortschrittlichste Seite ist egal, stoische Philosophie ist egal. Kleinstadt wächst, oh, da gucken wir nochmal gerade rein, was geht denn da, ne? Ah ja, okay, da waren wir schon, alles klar. Ja, und wir sollten also auf jeden Fall noch den ganzen zivilisierten Fraktionen, wie jetzt den Römern, den Griechen, den Makedonen, den sollen wir noch Zeit geben, dass sie ihre Städte und ihre Straßen ordentlich ausbauen, weil sowas können wir nämlich gar nicht. Insofern eine interessante Sache. Ja, und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das wäre dann, glaube ich, Part 10. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.